So, hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Damit mir das jetzt endlich mal einer glaubt. So, auf einem Bus, eine Handvoll Gorn. Ich fahre mir ja Dienstoffiziere. Und dabei habe ich öfters mal ein Problem. Ich habe jetzt gerade hier mit Lore gesprochen, habe eine Handvoll Gorn auch angenommen gehabt und so weiter und so fort. Und wie ihr seht, die Konsolen hier, die leuchten nicht auf. Ich kann nicht damit interagieren. Das ist mit der zweiten hier genauso und so weiter und so fort. So geht das auch weiter. Na, also ich hatte die Handvoll Gorn gerade schon mal gespielt. Zwischendurch habe ich ein paar PvEs geflogen und so weiter und so fort. Ich kann jetzt aber hier nichts tun. Naja, meine Crew erledigt jetzt mal eben hier die Ranger. Und dann machen wir jetzt nämlich mal Folgendes. Ich verwerfe die Mission. Jetzt gehe ich mal hoch auf mein Schiffchen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht wieder der berühmte Vorführeffekt kommt. So, ich bin jetzt einmal oben auf dem Schiffchen, beame mich wieder nach unten mit der kompletten Crew. Dann nehme ich die Mission nochmal an. Sehr schön. Und dann sollte das eigentlich behoben sein, dieser Fehler. Warum das auf immer auftritt, ich weiß es nicht. So, ich habe es jetzt nochmal angenommen. Jetzt spreche ich nochmal schnell mit dem Law. Ich möchte das jetzt einfach nur mal festhalten, nicht um hier jetzt irgendwelche Star Trek Online zu bashen oder so, sondern einfach, ich möchte, dass mir das jetzt mal jemand glaubt hier. Weil ich habe keine Lust, so wie man mir geraten hat, irgendeinen Holdsuite aufzumachen im Forum. So, ich zeige euch das. Ich skippe jetzt eben die Sequenz hier weg. Damit hat das aber übrigens nichts zu tun. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das auftritt, wenn ich die Videosequenz durchlaufen lasse, als auch wenn ich die halt wegskippe. Normalerweise, wenn der Vorführeffekt jetzt nicht zuschlägt, kann ich jetzt wieder mit den Konsolen interagieren, was ich vorher nicht konnte. Das ist etwas schade. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es jetzt wieder funktioniert, weil ich noch mal oben war und die Karte noch mal geladen wurde, während ich wieder runtergebeamt bin. Lauf, Fluffy, lauf. Und bitte, wenn das jetzt wieder nicht geht, dann glaubt mir gar keiner mehr. Nee, diesmal funktionierte trotzdem nicht. Seht ihr? Ich kann damit immer noch nicht interagieren. Jetzt hat meine eigene Bugfix-Idee nicht geholfen. Da muss ich dann auch korrigieren. Die ganzen letzten Male hat das geholfen und jetzt nicht. Vorführeffekt. Freunde, habt ihr sonst noch Ideen? Lasst mich das mal gerne wissen. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die dieses Problem hat. Ja, aber bei der Mehrheit taucht das nicht auf. Bisher hat das immer funktioniert, dass ich, wenn ich wieder hoch in den Raum gegangen bin und wieder runtergegangen bin, dass ich dann mit den Konsolen interagieren konnte. Möchte ich euch nur gerne mal eben zeigen. Für Lösungsvorschläge bin ich offen wie eh und je. Nur bitte hier nicht irgendwie rumflemmen, ja, Star Trek Online ist irgendwie blöd und bla und Sülz. Auf sowas habe ich keine Lust, Freunde. Das muss nicht. Woran liegt es? Lasst es mich wissen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald, eure Fluffy. Tschüss.